Das darf ja nicht wahr sein. Jetzt hat der Patzi schon wieder nicht gemacht, was ich ihm aufgetragen habe. Pumuckl! 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 Sag mal, wie schaust denn du aus? Sag mal, Pumuckl, spinnst du, ha? Du räumst jetzt sofort die Werkstatt auf, sonst nehme ich dir deine Playstation weg, dass das gleich mal klar ist. Herr Eder, das ist ein Warnstreik. Ah, du kriegst gleich links und rechts von mir einen Warnstreik, verstehst du? Herr Eder, ich kann nicht mehr. Das sind doch keine Arbeitsbedingungen hier. Ich habe allein in der letzten Woche 400.000 Vogelhäuschen produziert. Aha, und 600.000 waren geordert, du faule Sau. Wegen dir konnte ich den Auftrag nicht erfüllen. Herr Alter, das ging nicht, weil ich gleichzeitig noch mit der rechten Hand 100.000 Zahnstocher schnitzen musste. Ach, hör halt auf, 100.000 Zahnstocher, die schnitze ich dir auf der linken Arschbacke, während ich im Koma liege. Hier wird nicht geraucht. Jetzt pass mal auf, mein lieber Freund, ja. Wir sind hier ein börsenorientiertes Unternehmen, ein sogenannter Global Player. Verstehst du das überhaupt, du Rotznase, du? Pass mal auf, Eder, ich brauche meine Anerkennung. Aha. Ein Erfolgserlebnis. So, so. Ja, ich meine, du schiebst deinen fetten Hintern in der S-Klasse durch die Gegend und ich muss unsichtbar S-Bahn fahren. Aha, daher weht also. Der Wind kriegt der feine Herr Kobold wieder mal den Hals nicht voll, hä? Weißt du was, Eder? Was denn? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Was? Oh mei. Jetzt muss man schon langsam sorgen. Seit unserem Streit ist er nicht wiedergekommen. Was wohl aus dem Pumuckl geworden ist.